Kapitalismuskritik ist zwar in, über praktikable Alternativen aber wird kaum diskutiert. Sie sind klein, sie sind regional, auf den ersten Blick wirken sie gelinde gesagt exotisch. Nur unterschätzen sollte man sie deshalb nicht. Komplementärwährungen oder auch Regiogeld. Zurzeit schießen sie wie Pilze aus dem Boden. Wie sie funktionieren, das haben wir kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Geld ist toll. Man kann damit spielen. Man kann damit arbeiten, echte Werte schaffen. Nur die Bank gewinnt immer. Die Verluste zahlen wir. Globale Finanzartisten zocken sich ungerührt von Krise zu Krise, während die Politik auf unsere Kosten Milliarden leiht und in marode Staaten und Banken pumpt, die sich mit Hilfe freundlicher Kapitalmärkte bis über beide Ohren verschuldet haben. Die Umverteilung funktioniert super, solange keiner pleite geht. Die Schuldenwirtschaft boomt, aber die echte Wirtschaft bleibt auf der Strecke. Es ist eben leichter, Geld mit Geld zu verdienen, als mit Dingen, die Menschen wirklich brauchen. Geld. Es kommt eben drauf an, was man daraus macht. Geld soll uns dienen. Deshalb mach doch einfach dein eigenes Geld. Es ist ganz einfach. Fang an mit den Spielregeln. Such dir Leute, die deiner Idee und deinem Geld vertrauen. Denn sie müssen echte Euro, ihre Arbeit oder Zeit gegen dein Geld eintauschen. Man muss dein Geld auch zurücktauschen können. Deshalb mach es einfach. Auf dein Geld gibt es keine Zinsen. Deshalb wird es niemand horten, sondern ausgeben. Im Gegenteil, dein Geld wird immer weniger wert, wenn du es nicht benutzt. Wird es weitergegeben, behält es seinen Wert. Bring dein Geld in Bewegung, macht Geschäfte miteinander. Je mehr Handwerker, Produzenten, Käufer und Verkäufer mitmachen, desto besser. Du wirst sehen, mit eurem Geld unterstützt ihr euch gegenseitig. Eure Kaufkraft und Arbeit bleiben in eurer Region. So profitieren alle davon. Auch ohne Zins und Zinseszins. Toll. Gute Frage. Darf man das? Klar. Die Bundesbank sagt, du darfst. Vorausgesetzt, dein Geld wird nur regional und in einem Verein oder Genossenschaft benutzt. Vorausgesetzt, dein Geld ist nicht unbegrenzt gültig und vorausgesetzt, dein Geld ist halbwegs fälschungssicher. Dann dürft ihr euer eigenes Geld machen. Das hilft nicht nur der echten Wirtschaft, das nimmt den Finanzartisten den Schwung und stärkt eure Gemeinschaft. Und das nicht nur finanziell.